Wie sieht eine DSGVO-konforme Einverständniserklärung der Eltern aus? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Einverständniserklärung oder Einwilligung, besser gesagt, immer schriftlich oder elektronisch eingeholt werden müssen. Das gilt auch bei den Eltern so. Und nehmen wir mal an, viele Einwilligungen werden heutzutage ja selbstverständlich über die Webseite eingeholt. Man meldet sich zu einem Feriencamp an und ein Kind macht das jetzt schon mal von sich aus, weil es ist ja eigentlich ganz selbstständig, kann die Webseite gut bedienen, das Anmeldetool ist tipptopp. Dann kann das Kind dort seine Daten eintragen und abschicken, so wie man das gewöhnlich kennt. Die Altersabfrage müsste dann eben auch Teil dieser Anmeldung sein. Und wenn das Anmeldetool merkt, okay, dieses Kind ist unter 16 Jahre, dann müsste sofort ein weiteres Feld aufploppen und sagen, da stehen, hier, du bist unter 16 Jahre alt. Wir müssen deine Eltern fragen, ob du wirklich dich hier anmelden darfst und wir deine Daten verarbeiten dürfen. Bitte gib doch hier deine Kontaktdaten deiner Eltern ein. Und dort müssten dann also diese Kontaktdaten ergänzt werden, um dann im zweiten Schritt, wenn das Kind auf Absenden klickt, den Eltern einen Link zuzuschicken. Und dann gibt es einen Link zur Webseite, wo die Eltern nachvollziehen können, welche Daten das Kind angeben musste für die Anmeldung und wo nochmal sehr genau informiert werden müsste. Die Frage, wie eine Einwilligung wirksam erteilt werden kann, beantworten die Artikel 4 und Artikel 7 der DSGVO. Zuerst ist den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und der Transparenz Rechnung zu tragen. Dafür sollte vorab ein Text formuliert werden, vergleichbar einer Präambel, der die Zwecke der personenbezogenen Datenverarbeitung erläutert. Nach unserer Meinung sollten Sie sich eine Einwilligung immer schriftlich erteilen lassen. Denn der Verantwortliche muss im Zweifel nachweisen können, dass eine Einwilligung von der betroffenen Person erteilt worden ist. Aus Artikel 7 DSGVO geht hervor, dass das Ersuchen um eine Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu erfolgen hat. Dieses Ersuchen um die Einwilligung muss klar von anderen Sachverhalten zu unterscheiden sein, die ebenfalls Gegenstand einer Einwilligung sein können. Nach Artikel 7 DSGVO muss die betroffene Person darauf hingewiesen werden, dass die Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann. Außerdem muss die Einwilligung freiwillig erteilt werden.